Melde gehorsamst vom Bergungskommando zurück. Nachrichtengerät wie befohlen geborgen. Ein Kenngerät, ein Hyperbel-Navigationsempfänger und ein noch nicht bekanntes Anzeigegerät. Ich habe es sofort auf dem Dienstwege zur technischen Untersuchung weitergeleitet. Danke. Bitte nehmen Sie Platz. Wie hat sich nach Ihrer Kenntnis der Angriff abgespielt? Ich fand in der abgestürzten Maschine außerdem noch eine Hyperbelkarte und ein Notizbuch des Navigators. Aus ihm geht hervor, um 17.31 Uhr in England Start der ersten Welle. Bereits um 17.15 Uhr hat unser Funkmessbeobachtungsdienst gemeldet, dass ein Einflug in das Reichsgebiet zu erwarten sei. Um diese Zeit war die erste Maschine also noch nicht gestartet. Herr Oberst, das Einschalten einer Zusatzfrequenz für das Ostsystem der englischen Hyperbelnavigation kündigt mit Wahrscheinlichkeit ein Feindunternehmen an. Dadurch ist zusammen mit noch weiteren Erkenntnissen eine Vorwarnung unserer Abwehrkräfte gegeben. Jawohl. Nach ihrem Start wurden die Feindverbände durch die Funkmessbeobachtungsstellen laufend beobachtet. Ja, bitte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sägebücke. 5 Sägebücke. 342 Grad. 342 Grad. Über 150 Kilometer. Über 150 Kilometer. Hier Stechmücke 4. 17.48 Uhr. 5 Sägebücke. Richtung 342 Grad. Über 150 Kilometer. Pass auf, da kommen. Großer Dank, Herr Witt, auf 9,1. Anscheinend Versammlung nördlich der Themse. 290. 290. 340. 340. Hauptstand 310. 310. Wie viel sind es denn? Mehrere. Kopf von Nord. Erste Rotterdam-Meldung. 17.48 Uhr, 290, 340, Hauptstand 310. Na also, da sind Sie ja wieder. Da ist wieder was los heute Abend, Otto. Englische Nachtjagdwarngeräte. Ich glaube, die sammeln sich. Wollen wir sehen, wo sie stecken. Holen wir Kiebitz, Sperling und Möwe zur Kommandopeilung. Sammelschaltung, Kiebitz, Sperling, Möwe. Hier ist Stechmücke, bitte melden. Hier Kiebitz, hier Sperling, hier Möwe. Hier ist Stechmücke, Peilung Gerhard, 225,5 MHz, 3 Minuten Takt. Achtung, jetzt! 351 Grad. 351 Grad. Kiebitz, 359 Grad. Sperling, 358 Grad. Möwe, Ihr Ergebnis? Möwe, 315 Grad. Auswertung 6. West. Hier ist Deckmücke. 18.12 Uhr, viele Gerhard. Stechmücke 351, Kiebitz 359, Sperling 352, Möwe 315. Der Gerhard tot weitens 3. Nutze 1, alle Störer sind eingeschaltet. Gut. Flugsicherungsblitz, Punkt Leitstand. Die Verbände stehen jetzt mit Emil Gustav 6 und Friedrich Anton 9. Aber wenn dann der Chef kommt. Melde Gehorsam und Gleichstand, besondere Vorkommnisse feindlicher Großeinflug. Welche Meldungen liegen vor? Bisher 3 Wellen zu je 200 Flugzeugen erfasst. Der Anflug wurde bereits in der Versammlung über England erkannt. Anflugkurs Ost, Ziel noch nicht erkannt. Und welche Hyperbelfrequenzen laufen? Bisher nur eine Zusatzfrequenz des Ostsystems, Herr Oberleutnant. Hengst, rufen Sie Möwe an,
Besondere Aufmerksamkeit auf neue Hyperbelfrequenzen. Möwe anrufen, besonders auf neue Hyperbelfrequenzen achten. Welchen Störsender laufen? Es laufen sämtliche Störsender gegen 48.1 und gegen 46.9. Vorsorglich auf Sender gegen 22.8 und teilweise 29.8 MHz. Störung der feindlichen Funkfeuer wurde um 19.03 Uhr an Funkbefehlsstand West befohlen. Ein Augenblick bitte, Frau Döner. Hier ist der Rotterdam-Kurs, erste Erfassung 17.30 Uhr. Ganz ordentlich. Wie deckt sich das mit Gerhard? Der Gerhard-Kurs liegt genau am Rotterdam-Kurs. Rotterdam-Meldung von Möwe, bisher keine weitere Ausweichfrequenz aufgetreten. Na, lange kann es aber nicht mehr dauern. Die Verbände stehen ja schon kurz vor der holländischen Küste. Das Hyperbel-Navigationsgerät in dem englischen Bomber ist mit der Annäherung an die holländische Küste durch die deutschen Störsender mehr und mehr zugedeckt worden. Nun ist es völlig gestört. Der Navigator weiß, dass um 19.35 Uhr seine Ausweichfrequenz 29,8 MHz einsetzen wird. Bereits jetzt stellt er das Gerät auf diese Frequenz um. Noch ist es nicht so weit. Klar lässt das Rotterdam-Gerät die Küste erkennen. Und nun die erwartete Ausweichfrequenz. Der Navigator hat wieder seinen genauen Standort. Schön wär's ja. Neue Zusatzfrequenz des Ostsystems, 29,8 MHz. Herr Leutnant, ich habe ein KR von Möwe. Gut, ich bedanke mich. Sämtliche Feuerkreissender von 22.8 auf 29.8 MHz umstellen. Jawohl, Herr Leutnant. An alle Feuerkreise. Sofort umschalten von 22.8 auf 29.8 MHz. In diesem Augenblick werden die gleichen Handgriffe an mehr als 20 Sendern in Deutschland ausgeführt. Damit schließt sich der Störnebel auch für diese Frequenz über dem ganzen Reichsgebiet. Das Rohr ist hoffnungslos zugedeckt. Aus Erfahrung weiß der Engländer, dass er auf diesem Fluge nicht mehr mit der Hyperbelnavigation arbeiten kann, sondern dass er auf die ungenaueren Verfahren der Astro- und Koppelnavigation zurückgreifen muss. Bei fortschreitender Wetterbesserung hat er aber noch Sichtbeobachtung. Vom Gleitstand auf DL, Offizier vom Dienst. General? Jawohl. Ich melde gehorsamst in der Gesamtlage keine Veränderung. Inzwischen Einflug von 15 Moskito ins Ruhrgebiet in 9000 Meter Höhe. Jawohl, Herr General. 6 Boomerang-Frequenzen von Efeu, Maibaum und Mehlbeere festgestellt. Und, jawohl, und durch Karlsender sofort geführt. Jawohl, Herr General. Nein, nach bisherigen Meldungen ungezielter Bombenwurf. Um die Bodenfunkmessgeräte unseres Flugmeldedienstes zu stören, hat der Gegner seit dem Überflug der Küste Stagnolstreifen abgeworfen und versucht, unsere Abwehr zu täuschen. Wo für den Flugmeldedienst das Erkennen der feindlichen Absicht schwer oder unmöglich ist, bildet der Funkmessbeobachtungsdienst die notwendige Ergänzung. Aus tausenden von Einzelmeldungen der FUMB-Stellen ergibt sich für die Auswertungen
Wie ein Mosaik, ein klares Bild der Luftlage. »19:52 Uhr. Die Spitze des Feindverbandes steht an der Reichsgrenze. Im ganzen Reichsgebiet sind die Nachtjäger bereits gestartet oder in höchster Alarmbereitschaft. 20:05 Uhr sind die ersten bereits in Kampfberührung mit den Feindflugzeugen. 20:20 Uhr. Die Masse der Jagdverbände ist an den Bomberstrom herangeführt.« Der einzelne Nachtjäger sucht sich jetzt ein Ziel mit eigenen Mitteln. Dabei helfen ihm die Zielanfluggeräte gegen Nachtjagdwarngeräte und Rundsichtgeräte. Auf der letzten Strecke führt ihn das Lichtensteingerät in die Schussposition. Aus den Erfahrungen dieses Angriffes ergeben sich also für uns neue technische Forderungen. Löffler, fassen Sie diese nochmals zusammen. Jawohl, Herr General. Zur Abwehr derartiger Angriffe ist eine Verstärkung der technischen Abwehrmittel nötig. Erstens, vermehrter Einsatz von aktiven Bordfunkmessgeräten, die gegen feindliche Störungen gesichert sind. Zweitens, vermehrter Einsatz der Zielanflugempfänger gegen feindliche Bordgeräte. Dazu ist eine Erweiterung des Beobachtungsnetzes erforderlich. Die Geräterzeugung ist entsprechend dem feindlichen Einsatz zu steuern. Drittens, weiterer Ausbau der Störorganisation gegen die feindlichen Navigationsverfahren durch den Einsatz von Hochleistungssendern. Gut, legen Sie mir die Anträge vor. Und nun beginnt ein Räderwerk zu laufen. Entwicklung, Senderumbau, Transport und Materialbeschaffung. Prüfung und Konstruktion, Montage und Schaltung, Ausbildung des UMB-Personals, alles dient dem einen Ziel, der Schärfung unserer Hochfrequenzwaffe. Für den Funkmessbeobachtungs- und Stördienst heißt das, sich in die Lage des Feindes versetzen, mit dem Feind mitdenken, seinen Fortschritt rasch erkennen, seine Planungen und Gegenmittel ergründen und ihm technisch den Vorsprung abringen. Der Erfolg der Abwehrmaßnahmen hängt aber von den Menschen ab, die sich dieser Waffen bedienen. Nur wenn der Beobachter am Empfänger das Feindgerät rechtzeitig erfasst, wenn seine Meldung und Anweisung an den Störsender unverzüglich vermittelt wird, wenn der Mann den Sender schnell und genau auf die feindliche Frequenz einstellt, dann erst wird diese Abwehrwaffe voll wirksam.